Vierte und letzte deutsche Wettbewerbsbeitrag ist nun also gelaufen in den Gängen. Die Leute haben diesen Film gesehen, haben sich schon dazu geäußert. Wir können also durchaus auch über Reaktionen schon mal sprechen. Dieser Film, nach einer Erzählung von Clemens Meyer, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, ist jetzt also hier der letzte, der ins Rennen geht. Ein Film von zwei Männern, die auch schon mal zusammengearbeitet haben, die zumindest jetzt hier stehen, die schon mit Herbert, finde ich, einen ganz wunderbaren Film gemacht haben und damit auch einen neuen, anderen Ton in das deutsche Kino gebracht haben. Dafür gab es dann für den Hauptdarsteller auch den Deutschen Filmpreis, kann man ja nicht nebenbei mal so sagen. Jetzt gibt es also das neue Werk von Thomas Stuber. Ich sage mal herzlich Grüße, Regisseur von In den Gängen. Hallo, hallo. Hallo. Und in diesem Dreieck von Figuren, so würde ich es vielleicht nennen, das wir in diesem Film hier sehen, ganz wichtig ist Peter Koth. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Hallo, willkommen. Hallo, dankeschön. Und wir wollen es an der Stelle mal sagen, Franz Rogowski, der die Hauptrolle spielt, war ja schon bei uns und war dann auch so glücklich über eure Reaktion, dass er dann also rausschwebte und sagte, ich komme wieder. Aber ich meine, es geht einfach auch nicht alles. Also es gibt bestimmte Pläne und wir glauben ihm das. Und er war ja bei uns und es war wunderbar, mit ihm zu reden, natürlich dann über den Film Transit. Jetzt reden wir über In den Gängen. Nach einer wirklich wunderschönen Erzählung, muss ich dazu sagen, von Clemens Meyer, der ein grandioser Erzähler ist, wo man jede einzelne Erzählung, jeden Roman verfilmen möchte. Das ist ja auch schon zum Teil geschehen. Ihr habt ja auch schon mehrfach zusammengearbeitet. Aber was war es an diesem Stoff, an dieser Randlage der Figuren, des Ortes, über den wir noch reden werden, was dich erstmal fasziniert hat, dass daraus ein Film wurde? Die Geschichte von Clemens ist ja wahnsinnig kurz. Also es sind wirklich nur 25 Seiten. Und als ich das erste Mal gelesen habe, ich weiß nicht genau, es ist 8 oder 10 Jahre her, ich weiß nicht, wie oft ich sie seitdem gelesen habe, aber ich erinnere mich noch an das erste Mal, dass ich war völlig gebannt. Das hatte so eine Tiefe und so eine Atmosphäre sozusagen, so dass man heißt ja immer sozusagen so, nicht das, was man von einem Großmarkt kennt. Also ich persönlich kannte keinen Großmarkt. Ich finde, die Frage muss man auch noch mal so ein bisschen hinterfragen. Stimmt das denn eigentlich? Aber er hat aus diesem Markt, diesem Unort sozusagen, solche märchenhafte Poesie schon in der Literatur daraus gearbeitet und hat einfach diesen Figuren, ihren Lieben und ihren Tragödien sozusagen, hat sie so groß werden lassen. Ich war ganz gebannt, ich wollte das unbedingt machen. War gleich klar sozusagen, dass es diese Erzählung sein wird. Dann habt ihr schon mal einen Kurzfilm gemacht zusammen von Hunden und Pferden, dann im Herbert, jetzt dieses Werk. Und da kommt ja eben dieser junge Mann, Franz Rogowski, dahin. Auch alle Figuren haben irgendwie eine Vergangenheit, sind vielleicht in irgendeiner Weise auch so angekratzt und trifft auf dich. Und vielleicht kannst du uns sagen, was er in dir findet. Also das Verhältnis dieser beiden ist doch sehr besonders, finde ich, in dem Film. Der Bruno sitzt in diesem, an diesem Ort schon sehr lange und hat keine Familie und jetzt kommt der Franz dazu und er nimmt ihn fast an als Sohnes Stadt und dann geht die Geschichte so weiter. Ja, und da gibt es noch natürlich eine Frau in dieser ganzen Geschichte und kann man vielleicht auch noch mal kurz andeuten, was dann dieses Dreieck ausmacht, vielleicht mit der Frau? Ja, genau. Das sagt Thomas. Sandra Hüller. Ja, der Christian arbeitet in den Getränken beim Bruno, mit dem Bruno und verliebt sich in die Süßwaren Marion, gespielt von Sandra Hüller, im Parallelgang und versucht ihr, das ist nicht so leicht, weil er nicht so viel redet und sehr schüchtern ist, versucht ihr so näher zu kommen. Mhm. Was ich jetzt so schön finde, ist eigentlich sozusagen eine doppelte Randlage. Also auf der einen Seite ist es eben der Ort wahrscheinlich irgendwie an der Autobahn oder so. Also das habe ich sowieso schon gern. Irgendwie solche Welten, die so ein bisschen entrückt sind. Aber die zweite Randlage ist ja, es ist ja nicht direkt, glaube ich, als Hauptspielort der Markt selber, sondern eben die Lagerhalle, wo wir alle nicht so reinkommen. Also ich habe das nochmal als eine zweite Parallelwelt so empfunden, wo vielleicht andere Gesetze gelten, auch im Umgang miteinander. Na, das ist schon alles eins. Ich glaube, das, was du meinst, ist vielleicht die Tagwelt, die Kundenwelt, der Kundenbetrieb, der dann in so einem Großmarkt relativ lang geht, bis 22 Uhr oder so, und dann die Nachtwelt. Ne? Also dann, wenn der Markt geschlossen wird, die Kunden alle draußen sind und dann fängt In den Gängen eigentlich an. Wenn dann die Tür zugeschlossen ist, der Rudi vorne am Eingang seine Musik auflegt, das Licht gedimmt wird und dort gearbeitet wird, die Stunde, wie der Bruno sagt, die Stunde für die harten Jungs kommt dann jetzt so, dann entfaltet das Ganze so richtig seine märchenhafte Poesie. Stimmt, also das ist sozusagen die andere Seite der Wirklichkeit dieses Marktes, hast du völlig recht. Und die hören dann übrigens nicht mehr diese Dudel-Fahrstuhlmusik und so, sondern da wird Bach gehört und sowas. Es ist wundervoll und veredelt die Nacht nochmal. Und vielleicht, Peter, kannst du schildern, das ist eine besondere Atmosphäre dann, finde ich, auch in dieser Nacht. Das kennen wir auch, wenn man Nachtschicht irgendwie macht, man redet anders miteinander. Erzählt sich vielleicht Dinge, die man sich tagsüber nicht erzählen würde?
dadurch, dass wir wirklich real nachts dort gedreht haben, das ist natürlich, und die ganzen Lichter ausgehen und dann natürlich für den Film auch besonders ausgeleuchtet wird. Und das ist schon eine ganz besondere Stimmung dort. Und wir haben die Leute kennengelernt. Sie haben uns sehr, sehr geholfen im Finden von dem, was wird dort wirklich getan. Also welche Handgriffe sind notwendig oder beziehungsweise müssen wir zeigen, damit sie dann auch wirklich ein bisschen was von Leben haben. Und ja. Und ich meine, wenn man sich jetzt die Filme ansieht, das ist fast so eine Clemens-Meyer-Trilogie, könnte man sagen. Jetzt nicht, wenn ich Haber dazu nehme, den Kurzfilm. Jeder ist ganz anders. Jeder ist, ich würde auch nicht sagen, eine Weiterentwicklung, aber so ein Laufen auf dem Weg so weiter, denke ich mir. Und das ist offensichtlich vielleicht was fast zu deinem Lebensthema werden könnte, glaube ich. Ja, zumindest zu meiner Arbeit, zum Erzählerischen. Ich würde auch in keiner Weise jetzt den Herbert mit In den Gängen vergleichen. Das würde ich anderen überlassen, was jetzt da drin ist, was jetzt hier weitergeführt wird. Sicher gibt es da einiges. Ich würde nicht sagen, dass In den Gängen ist jetzt besser als der Herbert oder so etwas. Dafür sind die Filme sowohl von der Geschichte als auch von der Art und Weise, wie wir handwerklich, filmisch an die Sachen rangehen, zu unterschiedlich. Aber ja, Knut, ich habe da mit dem Clemens wirklich eine erzählerische Heimat gefunden, sozusagen so. Oder wir zusammen. Und ich glaube auch wirklich, dass der Weg noch nicht zu Ende ist. Da gibt es noch viel, was wir erzählen können, sagen wir mal so, ostdeutsche Postwendewelten sozusagen, so diese ganzen Figuren, die Randfiguren, das Wütende, so, wie kann man das empathisch erzählen, so, also wir arbeiten schon weiter. Aber damit hast du eben auch ganz wunderbar nochmal auch dieses Personal beschrieben, das in diesem Film zu sehen ist, Peter, und das sind natürlich auch Menschen, die sieht man viel zu selten, nicht nur als ostdeutsche Wendegeschichten, sondern überhaupt als Menschen, die arbeiten, mit ihren Händen was machen, viel zu selten im Kino, und ich finde, so eine Figur liegen dir ganz besonders, also wie ging es dir jetzt auch mit diesem wieder, den zu spielen? Es ist nicht alle Tage, dass man so eine Angebote bekommt, schätze ich. Ja, Gott sei Dank kommen sie dann von der Seite und dass wir dorthin schauen. Und wie gesagt, also die Leute, die dort gearbeitet haben, haben eigentlich das Drehbuch von, also das, was Clemens Meyer ausmacht, ist ja, dass er von unten guckt. Er schreibt nichts über, dass er nicht Bescheid weiß. Also er hat in einem Markt gearbeitet. Er weiß, worüber er redet. Er weiß, worüber er schreibt. Und in Zusammenarbeit mit Thomas ein Drehbuch zu entwickeln, und ich lese das und sage, was ist das für eine Figur? Wo kommt die her? Also warum hält sie nicht durch? Warum kämpft sie? Warum muss sie kämpfen? Warum? Und er sucht sich ja noch jemanden, der sozusagen seinen Stab weiterträgt. Aber die Leute, die wir getroffen haben in diesem Markt, die haben den Humor, den wir zeigen. Das heißt, die versuchen, mit sich umzugehen und sich abzutasten mit Humor. Mit einem Spruch, mit einer Warmherzigkeit. Es sind wenige Leute dort, die riesen Arbeit machen müssen. Und das war schon sehr interessant, dass das sozusagen wirklich so dort reinpasst. Eine ganz praktische Frage, weil du hast das vorhin auch gesagt, die Griffe müssen ja stimmen. Man muss ja das ja glauben, dass ihr da arbeitet. Und man weiß ja, dass ihr das normalerweise nicht macht. Also zum Beispiel spielt der Gabelstapeln, nennt man das so, oder Gabelstapelfahren, eine ganz große Rolle. Da gibt es also atemberaubende Stunts auch, also wirklich gefährliche Situationen. Ihr habt jetzt alle so einen Führerschein, habe ich gehört? Ein Flurförderschein, meinst du? Okay, so heißt das. Okay. Flurförderschein. Ein Flurförderschein. Weil das nämlich ein Flurförderzeug ist, der Stapler. Das ist ja nur umgangssprachlich ein Stapler. Ja, das haben wir gemacht. Also die Sandra hat einen gemacht, der Peter hat einen gemacht, also mit zwei Augen zugedrückt, der Peter hat einen gemacht, der Franz hat einen gemacht. Hallo, soll ich jetzt mal aus dem Nähkästchen? Ja. Ich habe auch einen gemacht, ich habe auch mitgemacht. Nein, also das neben die Handgriffe müssen sitzen. Ich möchte meinen Figuren das auch 100%ig glauben, was sie dann da tun. Und ich dubel das ja dann nicht oder so. Ist es aber auch, das ist wie eine Probe. Also genauso wie der Peter Kurt für den Herbert Boxtraining gemacht hat, Muskelaufbautraining gemacht hat, wodurch er eine Figur wird sozusagen. So. Und ich meine das jetzt gar nicht in Richtung Method Acting oder so etwas, sondern einfach nur zu wissen, worüber man spricht. Das dann wirklich auch zu wissen, was derjenige tut, war es hier halt eben der Gabelstapler. Aber ich habe sie auch noch neben diesem Lehrgang für 5 Tage in den Markt eingeladen, und dort sollten sie erst einmal
Arbeiten sozusagen. So, ne? Also der Peter Kurt hat bei den Getränken gearbeitet, hinten bei der Warenverräumung. Also ich habe von der Annahme bis wirklich in das Kleinste hinein sortieren, habe ich mit den Jungs dort mitgemacht. So. Und das ist das, was Thomas Stuber in seiner Regiearbeit auszeichnet, dass er wirklich, ich sag's dann auch mal, Geld ausgibt, damit wir Spieler uns vorbereiten können. Das Geld knappst du von seinem Film ab. Ne? Also das ist nicht so. Was man aber nicht sieht, weil es ist auch wundervoll fotografiert übrigens, fantastische Kamera. Ein letztes Wort noch, weil ich denke, die Leute kennen jetzt den Film ja nicht, oder die meisten noch nicht. Wir reden darüber und könnte jetzt auch denken, das wäre so eine sozial-dramatische Geschichte, was ja auch schön ist, Ken Loach. Hätte es auch sein können. Aber wir wollen nicht vergessen, das ist für mich auch ein sehr poetischer Film. Also die Arbeitswelt wird gewissermaßen poetisiert, so wie die Figuren in der Nacht sich verwandeln, hat der ganze Film sozusagen diese poetische Dimension, die, ich glaube, natürlich auch von Clemens Meyer herkommt, aber eben auch von deinem Ansatz, so eine Geschichte so vielleicht legendenhaft fast zu präsentieren? Genau, also sozusagen so das, sagen wir mal, das Sozialdramatische spielt natürlich immer eine Rolle, wenn du in so einer Umgebung, in so einem Ort bist und mit diesen Menschen, mit den Arbeitern bist. Sozusagen. So, nur wir wählen dann einen ganz anderen Ansatz. Es sind die großen Geschichten, die verhandelt werden, Liebe und Tod letzten Endes. Ne? Und es gibt aber noch eine weitere Ebene. Erstens den Markt zu einem poetischen Ort zu machen, zu zeigen, was er für die Mitarbeiter bedeutet sozusagen. So, ne? Und das ist dann nicht ein kalter Ort, sondern es ist ein Ort von Freundschaft, Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Und dann zum Beispiel anhand des Stabs, den Stapler fast zu einem lebendigen Wesen aufzuladen, welches man anfasst und streichelt und welches gewisse Gemütslagen wiedergibt und so. Ja, und dann rutscht man natürlich langsam in einen magischen Realismus rein. Könnte man es so beschreiben. Genau. Ich weiß, Sie alle sind jetzt wahnsinnig neugierig und wild darauf, diesen Film endlich zu sehen. Das können Sie auch tun. Hier bei der Berlinale läuft er noch mehrfach, zum Beispiel morgen um 12 Uhr. So wahnsinnig viel Zeit gibt es ja bei der Berlinale nicht mehr, aber morgen im Friedrichstadtpalast. Und er wird ab Ende April dann auch in den deutschen Kinos ganz regulär zu sehen sein. In den Gängen hier im Wettbewerb der Berlinale bereits zweimal ausgezeichnet. Ein Film von Thomas Stuber mit Peter Kurt und vielen anderen tollen Schauspielern. Danke euch. Danke.